Dieser Film ergänzt die Gebrauchsanweisung und führt zu besserem Verständnis. Der Film kann das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung nicht ersetzen. Er kann auch vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen nicht ersetzen. Durch die Dichtlippe an der Seite der Haube und den Überdruck, der in dem ganzen System herrscht, ist das Produkt optimal für Brillenträger, aber auch für Bartträger, denn die Luft entströmt an der Seite. Viele wissen übrigens gar nicht, dass FFP-Masken einer Tragezeitbegrenzung unterliegen. So sagt die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, dass nach 75 Minuten des Tragens einer FFP-Maske eine 30-minütige Pause einzuhalten ist. Das ist im Klinikalltag oft gar nicht umsetzbar. Anders ist es mit dem Gebläsefiltergerät Dräger Explore 8500. Hier herrscht keine Tragezeitbegrenzung. Und das ist auch richtig so. Denn statt eines Atemwiderstandes, so wie Sie es bei einer FFP-Maske haben, werden Sie hier noch zusätzlich mit Luft angepustet, was einen leichten Kühlungseffekt hervorruft. So kann sich der Kliniker voll und ganz auf die Pflege der Patienten im Krankenhaus konzentrieren.